Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist, ich habe Lippenstift vergessen. Genau, das ist mein Name. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Mensch, was ist denn da los? Ich habe nur Lipliner drauf. Das ist nicht gut. Leute, heute habe ich für euch nämlich die Odens Eye Mystery Boxen am Start. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, jetzt einfach mal zwischendrin ein bisschen Lippenstift auftragen. Kann man machen. Herzlich willkommen in meiner manchmal leicht verpeilten Welt. Wenn du mehr davon willst, abonniere mich sehr gerne. Perfektionismus wird hier nicht ganz so groß geschrieben. Ja, genau. Also, es gab die Mystery Boxen von Odens Eye. Und ich habe mir beide bestellt, habe den Code Angeshka10 war das auch, glaube ich, oder Angeshka angewendet. Genau, Angeshka von Angelica Nyquist. Den könnt ihr immer anwenden bei Odens Eye für 10% Rabatt. Nur mal so als kleiner Tipp am Rande. Ich habe euch das auch in meinem Community-Tab hier auf YouTube gepostet und auch bei Instagram in meiner Story, dass ihr darüber Bescheid wisst, dass es diese Boxen gibt, denn die waren ratzefatz weg. Und genau, ich habe für die kleine Variante 38,66 anstatt von 42,95 bezahlt. Die soll einen Wert von 90 Dollar haben. Da muss ich mal gucken, was es denn in Euro sein wird. Und die große mit 170 Dollar Wert hat 63,85 im Sale für mich dann ja gekostet, normalerweise 70,95 €. Da die ganze Geschichte aus Schweden kommt, haben wir natürlich keinen Zoll zu erwarten. Und ja, ich würde sagen, wir starten mit der leichteren, eingeditschten Variante, wo ich jetzt vermuten würde, dass es auch die kleine Variante ist. Mal gucken. Ja, ich liebe es, einfach die Produkte von Odens Eye im Sale ergattern zu können, ne? Weil die sind relativ hochpreisig. Ich habe eigentlich habe ich alles da, was mich so mega krass interessiert, aber es sind manchmal dann doch irgendwelche Schätze mit dabei, wo ich nicht unbedingt auf die Idee gekommen wäre, mir die jetzt so blind zu bestellen. Und genau, so schaut es aus. Das ist auch richtig schön in Luftpolsterfolie eingepackt. Odens Eye achtet schon sehr gut auf die Verpackungsgeschichten. Hier haben wir auch so eine Karte drin. Da geht es halt auch um diese Kollektion. Ich hoffe, dass ich nämlich was von dieser Kollektion drin habe, denn da habe ich mir noch nichts von bestellt. Wo es halt mit diesen Drachen und so diese mystische Kollektion. Keine Ahnung, ob davon was drin ist. Okay, ich habe hier drei Produkte drin. Das ist nicht so viel, muss ich sagen, also in der kleinen Box. Ich starte mit dem kleinsten davon. Das ist so ein kleines Täschchen. Ich muss gerade ein bisschen schlucken, weil ich das ganz schön wenig finde. Aber gut, es ist eine Halskette. Oh, die finde ich aber hübsch. Ich glaube, die gab es tatsächlich in dieser Kollektion mit diesen Special-Paletten, ne, dabei. Oder die hätte man so separat kaufen können. Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall hatten die auch Schmuck. Ja gut, und das ist natürlich dann auch relativ teuer, denke ich mal. Eine sehr, sehr, sehr schöne Kette. Doch die würde ich, glaube ich, schon behalten. Auch wenn die für meine Verhältnisse etwas klobiger aussieht. Ich trage jetzt gar keine Kette. Die könnte ich doch jetzt umtun, oder? Die ist so Perlmutt drauf. Also als wäre das quasi... Nee, so muschelig ist die. Als wäre das quasi hier so eine Muschel. Und da drin ist dann so ein... heller Glitzerstein. Süß auf jeden Fall. Ja, ist Goldschmuck, kann ich umtun. Ist ganz süß. Aber das wäre definitiv etwas gewesen, was ich mir nicht gekauft hätte, weil ich eigentlich genug Schmuck habe und jetzt auch nicht so auf den Schmuck abgefahren bin, den die halt dort angeboten haben. Ne? Doch, ich glaube, aus der Kollektion habe ich mir die Paletten gekauft, aber halt nicht den Schmuck. Das war das, glaube ich. Doch, guck, das passt schon zu mir. Weil ich ja auch diese grün-braunen Augen habe, ne, kann man machen. Ist ganz süß. Ja, und so eine Kette habe ich auch in der Art und Weise noch nicht. Okay, ja, und dann noch so ein Säckchen mit dabei. Dann ist hier eine Palette, die werde ich dann demnächst mal verlosen oder so. Die Trick or Treat von Angelica Nyquist in Kooperation mit Odens Eye. Da kann ich euch ja mal eben meine rausholen. Die haben wir auch letztens verwendet. Oder kommt das Video noch? Als die liebe Sarah Isabel Like It Daisy in Spring hier war. Da haben wir nämlich so ein bisschen mit Make-up gespielt. So, dann habe ich hier mal meine rausgeholt. Die ist extrem schön. Ne? Also das ist voll mein Vibe. Wenn ich die noch nicht gehabt hätte, würde ich mich wie Bolle darüber freuen. Richtig gute Qualität. Die matten Töne lassen sich immer toll verblenden, haben eine richtig gute Pigmentierung. Bei den schimmernden Tönen empfehle ich immer ein Glitterglue dazu zu verwenden. Ne? Nix Glitterglue. Magic
Potion ist hier auch ein richtig toller Ton. Der ist nur ein bisschen flockig, da muss ein bisschen aufpassen, aber richtig schön. Also eine extrem tolle Palette, wenn man halt auch so bunte Looks mag, wie das bei mir halt der Fall ist. Heute mal ein bisschen entspannter unterwegs, da habe ich euch ein Schminki gemacht, kann ich euch im E-Mail verlinken. Falls es schon online ist, weiß ich nicht. Da habe ich nämlich so Produkte, die nicht mehr im Hype sind, verwendet. Das war abgefahren. Okay, ja, schön. Ne? Das entspricht dann wahrscheinlich auch einfach dem, was ich für die Box bezahlt habe. Und dann habe ich hier noch mit dabei, oh ja, das ist immer so eine, mal gucken, ob es meine Farbe ist, Geschichte. Und zwar ist es hier dieser Nance Mesmerizer Web of Tasting. Nein, Web of Destiny. Das Netz des Schicksals. Mal gucken, welches Schicksal dieser Highlighter für mich bereithält. Achso, cruelty-free sind die Produkte auf jeden Fall von Odin's Eye. Bitte sei jetzt nicht irgendwie blau oder grün, weil das ist... Nee! Oh, ja, das freut mich. Leute von heute, das freut mich sehr. Das sieht sehr, sehr gut aus. Schöne Farbe. Da sind zwar auch so rosa und leichte Goldreflexe drin, aber ich glaube, dass der mir passen wird. Cool, das freut mich. Das ist tatsächlich gut. Also theoretisch, wenn ich die Palette nicht gehabt hätte, ne, dann hätte ich mich über diese Box mega gefreut. Also vor allem für das, was ich dafür bezahlt habe. Das ist ja wirklich der Hammer. Genau, also 38, 66 und dann hast du halt eine Kette, einen Highlighter und eine Lidschattenpalette. Gar kein Thema, Leute. Das ist cool. Und jetzt schauen wir in die große Variante rein, in den Klopper. Die hat mich gekostet 63,85. Da erwarte ich jetzt aber tatsächlich auch ein bisschen mehr Wow dahinter. Ne? Die Box an sich ist auf jeden Fall schon mal mehr Wow. Und das ist halt die Kollektion, die ich mir nicht gekauft habe. Das wäre natürlich jetzt richtig nice, wenn davon was drin wäre. Bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Und das sieht auf jeden Fall prall gefüllt aus. Oh, hier habe ich sogar zwei Schmuckstücke drin. Ja. Hm. Oh ja, das wird auf jeden Fall richtig gut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach puh. Okay, wir starten mal mit dem Schmuck, den ich hier drin habe. Das ist halt auch in diesen hübschen Säckchen drin. Die Frage ist halt, wenn man sich solche Boxen bestellt, möchte man dann lieber Beauty haben oder lieber Schmuck? Meine Meinung, lieber Beauty. Also hätte ich mich mehr drüber gefreut, wenn jetzt anstelle von diesen Ketten und so einfach Schmuck drin gewesen wäre. Ist auch hübsch, ist auch ein Herzchen. Finde ich wirklich hübsch. Werde ich wahrscheinlich auch behalten. Aber ja, ich, wie gesagt, ne, hätte mich dann eher gefreut über einen Blush oder so. Aber ganz ehrlich, die letzten Male haben wir uns auch darüber bestellt, dass ein bisschen viele Lippenprodukte drin waren. Die haben wir jetzt dafür nicht drin enthalten. Wie wunderschön, hier haben wir jetzt meine Perle. Und ich mag gerne Perlen. Perlen trage ich auch gerne als Ohrringe, deswegen passt das ganz gut. Wobei die Perlenohrringe, die ich habe, sind dann eher Silber unterwegs. Das ist auch ein bisschen anderes Gold. Ist das ein Roségold? Ist es aber auch nicht. Schon Goldgold, ne? Also hübsch auf jeden Fall. Und das hat auch sicherlich seinen Wert. Ich habe es mir damals nicht bestellt, weil mir das halt einfach zu teuer war. Für Schmuck von einer Marke, die ich jetzt halt so nicht unbedingt kenne. Und dann habe ich hier Silber drin. Und das sind Knallerohrringe. Wirklich etwas, was ich mir vom Stil her niemals gekauft hätte. Niemals. Niemals. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da weiß ich gar nicht, ob ich die haben will. Das ist halt zweimal, also einer für links, einer für rechts, auf jeden Fall, ne? Wow, das ist halt so richtig Steampunk-mäßig. Also, du hast hier auch wieder so ein Herzchen dran, das ist silberfarben, ne? Dieses Herzchen ist rosa und dann hast du an dem Herzchen noch irgendwie so einen Knoten. Ja, das Herz ist einfach festgeknotet. Und das ist ein Stecker. Und dann hast du hier dran ein Kettchen, was auch fest dran ist. Das kannst du auch nicht abmachen oder so. Und dann ist an diesem Kettchen ein Earcuff dran. Was für mich persönlich großartig ist, weil ich so oft sage, ich kann keine Earcuffs tragen, weil die mir alle immer flöten gehen. Und der ist halt fest dran. Also der geht jetzt nicht einfach so ab. Und das ist ein Earcuff, wo du auch so drei Perlen mit dran hast. Das sieht schon richtig, richtig abgefahren aus, ne? Ich will das mal umtun. Doch, ich denke schon, dass ich das mal tragen werde zu einem Fancy-Anlass oder so. Boah, schon schwer, wenn das runterfällt, das merkst du, ne? Genau, und diesen Earcuff, den macht man sich dann ja entweder hier so dran. Da hat Sarah Isabel den auf jeden Fall. Au, da ist mein Ohr. Au, aber immer. Au, mein Ohr ist zu groß. Nein, das hält. Oh, das hält. Oh mein Gott, ich fühle mich wie eine Fee. Und
Und ja, das sieht natürlich jetzt, mein Ohr ist heute ziemlich rot unterwegs, ne? Aber dadurch sieht man dann das in Kontrast vielleicht einfach ein bisschen besser. Das ist schon was Spezielles. Wie gesagt, gekauft hätte ich mir das so jetzt nicht unbedingt. Aber das sieht gut aus. Wenn ich dazu irgendwie so eine Frise habe, das betont meine Ohren jetzt natürlich intensiv, dadurch habe ich echt Elefantenohren. Aber ich finde es so cool. Richtig cool. Okay, ja. Also wie gesagt, da habe ich noch einen zweiten von. Aber an dem zweiten ist dann kein Earcuff dran. Was jetzt auch nicht schlimm ist, weil dann würde ich mit dem hier, weiß ich nicht, würde ich den da machen, wo ich mein zweites Ohrloch habe? Oder würde ich den dann hier so zum Ausgleich machen, dass sich das so ein bisschen ausbalanciert? Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall speziell und irgendwie cool. Okay, ja, soviel zum Schmuck. Dann habe ich hier noch zwei Paletten drin, die ich schon in meiner Sammlung habe. Und zwar hier auch wieder von Angelica Nyquist in Kooperation mit Odin's Eye. Also das haben sie jetzt echt rausgehauen, muss ich wirklich sagen. Einmal haben wir das Pendant zu der Palette, die ich euch eben schon gezeigt habe. Und zwar die Little Ghost Palette. Das ist eine, die mehr so in die bläuliche Richtung geht. Die ist wirklich abgefahren. Also ich bin ja wirklich so für grün zu haben. Deswegen ist halt die Trick or Treat eher so mein Vibe. Aber die ist halt auch Hammer, ne? Also so bläulich, lila, aber auch mit Gelb mit dabei. Da kannst du so coole Looks mitmachen. Das ist richtig, richtig cool. Und wie gesagt, die Qualität ist hammermäßig und macht einfach Spaß, damit zu arbeiten. Ja, also wenn man halt noch nicht diese Paletten hatte, dann freut man sich wie Bolle darüber. Denn man hat hier auch noch die erste Hela-Palette mit drin. Oder die erste Palette, das ist ja die Hela-Palette. Und das war auch so meine erste Palette, die ich überhaupt von Odin's Eye gekauft habe. Und der Moment, wo ich dann auch angefangen habe, Angelica Nyquist zu folgen, die wurde, oder doch, ich glaube, ich habe die das erste Mal gesehen bei Peggy, bei Morbus Black. Und die hatte das vorgestellt, die ist ja voll im Indie-Brand-Business unterwegs und ja, verliebt, ne, natürlich. Die ist halt auch wirklich in diese grüne Richtung, aber eher in der hellen grünen Richtung unterwegs, während quasi die neue, die Trick or Treat, die ja quasi in der günstigeren Variante der Mystery Box drin war, noch ein paar andere Farben noch mehr so mit dabei sind. Also die sind schon unterschiedlich. Aber trotzdem alle beide wunderschön. Also das sind geile Paletten, wirklich. Also wenn ihr die Mystery-Boxen bestellt habt und diese Paletten vorher noch nicht hattet, feiert ihr das wahrscheinlich hart und freut euch, ne? Bei mir ist es jetzt halt tatsächlich so, ich hatte all diese Paletten schon und freue mich dann jetzt halt einfach mal über den Schmuck, weil das ist halt neu für mich. Und über die Sea-Talk-Palette. Ich glaube, das ist nicht unbedingt die gewesen, die ich ausgewählt hätte. Oder ist es die pastellige? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das müsste dann jetzt auch die blaue sein oder so. Ich mache die mal auf. Sammy wurstelt hier um mich herum. Also, ne, Odin's Eye hat halt auch immer diese wunderschönen Designs auf den Paletten so drauf. Das ist total hübsch, genau. Und da sind halt einige Töne drin, die ich schon in den Hela-Paletten hatte, weswegen ich mir die damals halt nicht bestellt hatte. Aber jetzt habe ich sie hier und irgendwie freue ich mich, weil hier haben wir eine relativ neutrale Ecke. Und hier sind wir tatsächlich auch in meiner Komfortzone mit diesen vier Tönen, definitiv. Das hier ist vollkommen außerhalb meiner Komfortzone, dieses Dunkelblau, ne? Das ist nicht ganz so meins. Und ja, aber da kannst du schön mit was machen, ne? Also auch so richtig ganz klassische Cloudy Looks auf jeden Fall, aber auch ein bisschen was Ausgefalleneres. Schon cool, doch. Also das sind jetzt einmal die beiden Mystery-Boxen gewesen. Ich persönlich hätte einfach nicht damit gerechnet, dass wir so viel Schmuck drin haben. Da bin ich vollkommen ehrlich. Ich habe mich einfach gefreut. Hey, richtig cool. Ich kriege richtig viel Make-up von Odin's Eye. Kann mich da ordentlich durchtesten, weil ja der Wert recht hoch ist, ne? Und ja, habe dann aber trotzdem mich gefreut über den Schmuck, aber dennoch hätte ich mich eher über Make-up gefreut. Ne? Wie seht ihr das? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Habt ihr vielleicht auch die Mystery Boxen bestellt? Was hattet ihr so drin? Auch das gerne in die Kommentare. Und ja, dann wäre es hier schon wieder gewesen. Kurz und knackig. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.